95.5 Charivari. München kickt die Fußballshow. Präsentiert von Sport1. Noch mehr Fußball auf www.sport1.de. Michi, das war jetzt alles Aufwärmgeplänkel. Ja, FC Bayern Löwen, Unterhaching und so weiter. Wie geht's denn dem SVDJK Taufkirchen? Ja, wir hatten ja heute das erste Punktspiel, wenn man so will, in der Rückrunde 2011. Sieg oder Niederlage? Komm, gleich. Es ist immer schön zu sehen, wie die Spieler dann nervös sind, wenn die sechs Wochen lang, viermal die Woche wirklich trainiert haben und dann mit den Hufen scharren, bis es endlich losgeht. Ich verteile immer so kleine Pokale. Ja, bester Spieler, Richie Saffer. Bester Torschütze in der Vorbereitung war Bulgurtschuh. Ist das ein Wanderpokal oder müssen die dann anbauen? Nee, es ist so ein kleiner Pokal mit dem Fußball. Da sind die dann auch mächtig stolz. Und für den fleißigsten Spieler, Schorschi Meier zum Beispiel, der hat 100% Trainingseinheiten. Das musst du dir mal vorstellen. Viermal die Woche, sechs Wochen lang, das ist schon ordentlich. Und das in der A-Klasse. Es hat geholfen, wir haben 2-0 gewonnen. Die erste Halbzeit reden wir nicht drüber, war 0-0, war gebraucht. Aber dann haben Voss getroffen, der wurde eingewechselt und Bulgurtschuh war wirklich 3 Punkte. Und wir sind wieder Tabellenführer, weil die, die mit uns so weit nach oben sind, die haben nicht gespielt. Also eine Woche läuft er jetzt hier stolz wie Oskar. Und schon sind wir vorbeigezogen. Bau die Tür aus, ich komme nicht rein, meine Brust ist zu breit. Gewinnen, das Nachholspiel. Okay, ja klar, warten wir es ab. Aufstieg in die erste Liga unaufhaltsam. Ja, apropos Liga, nicht die erste Liga, haben wir schon gesprochen, Bezirksligen. Nach Ost-Süd sprechen wir gleich. München kickt die Fußballshow. Alle Highlights aus allen Münchner Ligen. Präsentiert von Sport1. Noch mehr Fußball auf www.sport1.de.